So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Play Space Rangers A War Apart. Ja, heute habe ich mal vor, auf jeden Fall dann unsere Befreiungsoperation für ein System zu machen. Und ich hoffe, heute werden wir dann Glück haben und wir können dann dieses System ein für alle Mal von den Dominatoren dann retten. Wer will da jetzt, dass ich mich um die Piraten kümmere? Sorry, Mann, aber ich habe was anderes vor. Ich möchte jetzt nämlich hier mich für die Operation vorbereiten. Ich fliege schon mal dahin los. Ich hoffe, dieses Mal habe ich auf jeden Fall Glück und dass ich dann nicht sofort von den Dominatoren dann komplett zerstört werde. Ich hoffe es natürlich. Da kommt schon auch die ganze Armee, aber die kümmern sich schon um die anderen. Ich kann mich schon mal um diesen kleinen Kerl hier schon mal kümmern. Schon. Jawohl. Einen haben wir schon. Da kommen schon die vier restlichen. Machen wir. Nee. Schießt beim Fliegen wild um sich. Ich habe noch zwei Stück davon. Ja, ich könnte eigentlich die bei ihm auch ausnutzen, weil die kann mir auf jeden Fall einen guten Vorteil verschaffen. Oh ja, und bei denen möchte ich auf jeden Fall das machen. Perfekt. Jetzt werden unsere alliierten Freunde mehr Möglichkeiten haben, die Dominatoren auszuschalten. Schon. Perfekt. Das war schon die Nummer 2. Jetzt sind die kleinen Widerlinge dran. Ja, die sind richtig gut bekämpfbar. Schon. Perfekt. Der ist auch vernichtet. Und jetzt ist dieser dran. Wir müssen uns mal beeilen, sonst rufen die gleich hier noch Verstärkung. Ja, die können das auch machen. Wenn man sich zu lange in einem System aufhält, dann kann es passieren, dass die Dominatoren dann Verstärkung rufen und ja, dann hat man auf jeden Fall schlechte Karten. Zu viel, verdammt. Nee, das ist schon zu viel. Ich könnte auf jeden Fall den Koordinator und die Knoten dann auf jeden Fall brauchen. Dafür will ich dann auf jeden Fall einen guten Preis bekommen. Aber bitte nicht zerstören, Jungs. Bitte nicht zerstören. So. Jetzt kann ich mich um diese Kerle kümmern. Schön. Nachricht über nicht identifiziertes Material. Das Forschungsteam kommt in 10 Tagen. Ach so, das versenden dann die Daten an das Forschungsteam. Ah, okay. Das heißt, wir bekommen dann hier dann bald ein paar Forscher. Alles klar.
Das ist gut. Ja, ich kümmere mich darum. So, der ist auch zerstört. Perfekt. Jetzt der andere dran. Scheinbar ist der auch der letzte, oder? Ja. Wir haben es geschafft. Das Winatrix-System ist befreit. Yeah! So, auf zu der Belohnung. Belohnung, Belohnung. Here I come. Ja, die anderen Knoten werden die so oder so zerstören. Ach, diese Volltrottel. So. Wir haben auf jeden Fall da schon ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Das ist gut. Model Einheit. Das braucht der Forschungszentrum. Muss dann später in die, auf jeden Fall dann ganz schnell das liefern. So. Dann würde ich mal vorschlagen, wie ich sammle noch die anderen Knoten auf. Weil ich kann sie dann auch später noch gebrauchen und dann kann ich die dann für einen guten Preis dann bei dem Forschungszentrum abgeben. Weil es lohnt sich. Es wird auf jeden Fall zwar ein bisschen dauern, aber hey. Ein bisschen zusätzliches Geld schadet nie. Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich ein neues Schiff dann in der Zukunft kaufen muss, der mir mehr Platz dann verschaffen kann. Ich auch gut gebrauchen. Was ist da auf der Karte los? Wo kommen die denn her? Was zum? Wo kommen die du? Was? Okay, das ist richtig mies. Das ist sowas von mies. Ich habe einen Forschungsteam erwartet, aber dass die jetzt wieder das System angreifen, das ist jetzt richtig überraschend. Kacke, ey, nee. Gegen so eine Armada kann ich nichts ausrichten. Nee. Die haben da zwei Garnisonen. Nee. Alleine kann ich da nichts ausrichten. Kann es vielleicht auch sein, dass dieses Transfusions-Dingsbums da, was ich da benutzt habe, um das Forschungsteam zu rufen, kann es sein, dass es der Grund ist, warum die Dominatoren jetzt das System angerufen haben? Kann es vielleicht sein, dass sie auch damit unseren Signal empfangen können und uns dann angreifen können oder so? Weil ich habe gehört, dass dieses Ding auch in der Lage ist, dann die Dominatoren sozusagen in dieser Gegend zu spawnen, wo man sich auch befindet, wenn man das benutzt. Ich hab das eigentlich nie benutzt, weil ich hab jetzt mal diese Dinge eigentlich einfach so verkauft, weil ich sah darin keinen großen Nutzen. Und das ist auf jeden Fall sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Sehr überraschend. Ja, dann müssen wir wohl das Venatrix-System jetzt wieder diesen blöden Dominatoren hinterlassen. Ja, ich würde mal sagen, unsere Operation ist zwar ein Erfolg, war auf jeden Fall ein Erfolg, aber dann ist sie wieder fehlgeschlagen. Die Koalition muss auf jeden Fall was ganz schnell gegen diese Dominatoren machen, weil, wie gesagt, ich kann das alleine alles nicht regeln.
So, Jungs, ich gebe euch alles mal. Das auch. Okay, die haben jetzt 4100 Tage. Die arbeiten aber trotzdem langsam. Also da muss man auf jeden Fall ein bisschen abwarten, bis die da mit dem Ergebnis fertig sind. Ich kann aber euch auf jeden Fall versprechen, dass sobald man eine von diesen Waffen dann fertig gemacht hat, haben die Dominatoren diese Klasse, also die Keloiden, Blazeroiden und Terroiden, auf jeden Fall dann schlechte Karten. Und die sind dann noch leicht bekämpfbar. Aber gut, ja, ich würde mal vorschlagen, wir fliegen jetzt mal zu einem anderen Planeten. Ich würde mal schauen, was ich beim anderen System so alles ausrichten kann. Vielleicht bekommen wir eine neue, ich weiß nicht, Dex-Quest oder vielleicht Roboter-Mission oder sonstiges. Richtig komischer Name, Planet, richtig komischer Name für einen Planeten. Windows. Es gibt ja auch, soweit ich weiß, auch einen Planeten namens Linux. Ob es hier auch einen Planeten namens Java gibt? Richtige Informatikerwelt hier. So, ich muss mal auf jeden Fall mehr Geld jetzt, mir erarbeiten. Gibt es etwas für mich? Wieder von den Dominatoren? Was zum... Ey, sag mal... Spionieren die mir etwa nach, oder was ist hier jetzt los? Oder haben die Dominatoren jetzt einfach keinen Bock mehr und haben sich so entschieden, ach YOLO, wir greifen jetzt einfach jedes System an. Spinnen die Dominatoren. Okay, ein paar sind noch übrig, aber sie sind im 0, nix dann fertig. So große Gefahr sehe ich auch jetzt darin nicht. Ich meine, meine Fresse, das ist doch nur ein kleines, winziges, puppiges Schiff. Ah, da haben wir schon das Theater. Das nennen die Gefahr, ich meine, bitte. Aber gegen Knoten habe ich auf jeden Fall nichts. Das alles gehört mir, Jungs. Alles gehört mir. Unser Forschungszentrum braucht das. Auch noch zwei weitere Planeten angegriffen. Oh Mann. Ein Glück, dass die Piraten nicht mit den Dominatoren arbeiten. Ey, stellt euch das mal vor. Okay, ein System wurde von den Dominatoren befreit. Ja. Immerhin gute Nachrichten.
So, unsere geliebten Forscher. Ich habe jetzt noch was für euch. Ich habe gehört, man kann auch diese Forschungsgeschwindigkeit irgendwie verschnellern, wenn man eine spezielle Zusatzmission für die macht oder so. Aber ich habe auch gehört, dass man das nur als Felianer oder als Galianer machen kann. Ich weiß, ich habe das nie gemacht. Beziehungsweise bei mir ist es noch nie passiert. Also kann ich da auch euch leider das nicht bestätigen. Aber es wäre cool, wenn das auch so ist. So, habt ihr was für mich oder sowas? Schauen wir mal. Oh, eine Robotermission. Für alle Fälle. Ich mache das mal ohne Verstärkung. Weil ich möchte mehr Punkte sammeln. Diese Karte kenne ich. Diese Karte kenne ich, oh ja. Jetzt habe ich hier schon Flashbacks von dieser Karte. Oh Mann. Ich kann mich noch sehr gut an sie erinnern. Ach du liebe Güte, wie viele Probleme hast du mir damals verschafft, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Oh ja, ich kann mich noch daran richtig gut erinnern. Wo ich auch noch sogar beinahe meinen Laptop verschrottet habe. Weil ich zum dritten Mal dort verloren habe. Ja Leute, als Anfänger hat man das nicht leicht. Aber ja. Hoffentlich wird es dieses Mal auch klappen. Ich hoffe es. Ich habe zwar Erfahrung in Strategiespielen, aber ich bin jetzt auch kein großer Profi, der jetzt sagen kann, ja, ich kann alles und so weiter. Nein, nein, so einer bin ich nicht. Ich muss besonders auf die Roten aufpassen, denn
trotz ihrer kleinen Basis können sie auf jeden Fall hier richtig großen Aufschwung dann übernehmen und dann sehr schnell auch die Initiative ergreifen. Und ja, dann hat man auf jeden Fall richtige Probleme mit denen. Da muss ich mir was anderes jetzt gleich einfallen lassen, denn ich möchte jetzt nicht alle Roboter jetzt alle auf einmal verschwenden. Wer weiß, was da noch alles auf mich kommen wird. Jetzt greift hier auch sogar diese Basis noch an. So, so. Ich könnte auch eigentlich versuchen, die rechte Seite anzugreifen, denn dort stehen fast überall leere Basen und die kontrolliert auch keiner. Aber ich mache mir Sorgen um die blauen, denn die können auch hier schauen, dass, hey, du hast alle Roboter dahin gesendet, also schicke ich jetzt auch meine auf Angriff auf deine Basis. Also da muss ich auf jeden Fall jetzt sehr vorsichtig sein. Ja, das ist nicht leicht. Mist, 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 Mist. Was? Oh, jetzt nicht mehr. Boah, wenn ich es gleich schaffe, die blaue Basis zu übernehmen, dann haben die auf jeden Fall ganz, ganz großes Problem. Dann könnte ich auf jeden Fall dann es schaffen. Reinforcement ready for flow.
Reinforcements on the way. Sehr schön. Also die Blauen kapieren schon hier langsam, dass die jetzt hier keine Obermacht haben. Unterschätze niemals deinen Gegner, egal wie klein oder wie groß er ist. Das ist die Regel Nummer 1 bei der Strategie. Auch ein kleiner Gegner kann Großes bewirken. Das war ein großer Fehler von mir. Nee. Ja, die haben da auch noch sogar diese Selbstmordattentäter. Nee. Die haben da noch heftige Kanonen. Nee. Keine Chance. Pure Roboterverschwendung. Meine Fresse. Nee, da muss ich wohl das anders jetzt machen.
Als ich ihm gleich meine Überraschung gleich gefällt, ich nicht für ihn gleich hier machen möchte. Ich wette, das wird er überhaupt nicht erwarten. Aber ich an seiner Stelle würde schon sofort aufgeben, weil ich brauche nur ein paar Sekunden, um dann ein paar Basen hier noch zu erobern und dann war's das. Dann kann ich eine richtig große Roboterarmee aufstellen und ja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich dann seine Basis dann übernehme und dann war's das. Also kann er auch von mir aus auch jetzt schon sofort sich ergeben. Aber da ich die KI kenne, macht sie das nicht. Wir heilen mal kurz unsere Roboter. Schaut euch mal die Karte an. Ich habe jetzt fast alles hier erobert. Der muss einfach aufgeben. Aber der hat immer noch Stand. Dieser Mut einfach. Also richtig, richtig verrückt. Man kann auch diese kleinen Versorgungsbasen auch zerstören, aber ich meine, was würde ich hier gerne mehr haben? Eine Basis zu erobern, um damit auch die Ressourcen auch alle einzusacken oder einfach sie zerstören und keine Ressourcen auch zu haben. Also das ist alle in eurer Entscheidung, aber ich bevorzuge lieber zu erobern. Ich zerstöre sie nur dann, wenn ich dann keine andere Wahl habe. Also wenn ich auf ihn versichern gehen möchte, dass die Gegner auf jeden Fall die Ressourcen nicht bekommen müssen. Nur ein Geschützturm, ich meine, bitte. Und ich hab richtig große Mengen an Ressourcen, also wie gesagt, ja, ich glaube, damit ist jetzt alles entschieden. Aber ich möchte auf jeden Fall die Situation jetzt hier nicht überstürzen, weil es kann sich alles ändern. Freu dich nicht zu früh, wie man es noch sagt. Hm? Thank you.
New robots completed. Fällt genau in meine Falle rein. Genau das, was ich jetzt möchte. Oh, schaut euch diese Mörser an, ey. Die würden da locker jeder Roboter mir komplett wegfegen. So Jungs, dann startet mal mit unserer Überraschung. Schnappt sie euch und lasst keinen zurück. Ja, brauche ich noch was zu sagen? Die haben jetzt keine Armee mehr. Und ich habe nur 7 Stück von denen. 7 Stück von meinen Robotern verloren. 7 Stück. Aber naja, ja, was soll ich sagen? Ich hab's geschafft. Oh, und das sogar beim ersten Versuch in diesem Let's Play. Oh Mann, wo ich noch davor 3 Versuche gebraucht habe. Und sogar mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber es war auch auf jeden Fall mehr. Ich hab's geschafft. Oh Junge, Junge. Es war schon auf jeden Fall heftig, aber ich hab's auf jeden Fall durchgeschafft. Und wir haben auf jeden Fall noch viele Erfahrungspunkte auch noch bekommen. Brenner. Druideneffizienz. Mhm. 24 plus 15 Punkte. Jawohl, das brauche ich. Richtig, richtig gutes Mikromodul. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, ich würde dann mal die Charisma dann erhöhen, damit ich dann richtig viel Geld dann bei den Aufträgen bekomme. Und ich stehe auf Platz 30. Wir kommen schon langsam in Schwung. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Space Rangers A War Apart. Bleibt dran, es ist bald.